volles biblisches Ostern oder doch nur Osterhasen-Ostern? Liebe Freunde, liebe Zuschauer, heute wieder an meiner Seite Herbert Richter. Herbert, grüße dich. Ich begrüße dich auch. Hallo. Herbert, heute bist du in deiner Funktion wieder als Bibellehrer gefragt. Und wir würden uns gerne heute Gedanken machen über das Osterfest. Das Osterfest generell, also der Ursprung auch vom Osterfest, das klingt ja alles schon relativ heidnisch. Also wir wollen so einen gewissen heidnischen Hintergrund des Osterfestes entdecken. Wir wollen dann aber auch natürlich über die biblische Bedeutung des Osterfestes reden. Nicht nur die neutestamentliche, sondern auch die alttestamentliche, wirklich tiefe Bedeutung des Osterfestes. Und dann wollen wir auch noch auf die ein oder andere Ostertradition zu sprechen kommen. Es gibt ja so viele Ostertraditionen, die eine davon halte ich natürlich in der Hand. Wir wollen so ein bisschen diese Tradition hinterfragen und dann wollen wir natürlich aber auch klären, sind das gute Traditionen oder sind das weniger gute Traditionen. Herbert, wir fangen einfach mal an mit dem heidnischen Hintergrund von Ostern. Das Osterfest, ja, Ostern an sich, der Name klingt schon so heidnisch. Kannst du uns ein bisschen was zu diesem Namensursprung erklären, wo das herkommt und aus welcher Zeit das so ist? Ja, der Name Ostern kommt von der keltischen Fruchtbarkeitsgöttin Ostara. Diese Göttin hat es gegeben in verschiedenen Variationen in ganz Nordeuropa bis nach Osteuropa. Also keltische Völker, germanische Völker, die slawischen Völker, die baltischen Völker hatten quasi eine Art Fruchtbarkeitsgöttin. Der Name selber ist erstmal keltisch. Und das Symbol dieser Fruchtbarkeitsgöttin, dieses Fruchtbarkeitskultes, war eben das Ei. Ei als Ursprung alles Lebens. Und gerade im Westen, also unter den keltischen Völkern, da war eben das heilige Tier dieser Fruchtbarkeitsgöttin, das war eben das Häschen oder der Hase oder das Kaninchen, daher auch der sogenannte Osterhase. So wurde das unter den Heiden gefeiert und die christliche Kirche hatte übernommen, etwa so im 6., 7., 8. Jahrhundert, diese Tradition mit der Begründung, man muss den christianisierten heidnischen Stämmen die Übernahme des Christentums eben schmackhaft machen, damit die Menschen sich besser daran gewöhnen sollten, hatte man dann eben diese Sitten teilweise übernommen und verchristianisiert, ähnlich wie das auch getan wurde mit zahlreichen anderen Okkulten im Laufe der Kirchengeschichte. Und so hat eben in der gesamten christlichen Kirche der sogenannte Osterbrauch einen starken, sagen wir einmal, heidnischen Beigeschmack, zumindest was das Kulturelle drumherum betrifft, die Ostereier, das Färben der Ostereier, der Osterhase und bestimmte andere Traditionen auch. Es sollte einfach den Heiden, wenn wir das so mal sagen wollen, den Kelten, den Germanen, den Slawen, die Übernahme des christlichen Glaubens, dieses zentralen christlichen Festes einfach erleichtern. Ist eine interessante Philosophie, dass man sagt, kommt, wir machen da irgendwie einen Kompromiss, um euch so den Sprung ins Christentum etwas schmackhaft zu machen. Ja. Jetzt gibt es vermutlich verschiedene Philosophien. Gibt es dafür heute noch ein Grund, das weiterhin zu machen? Kann man das machen? Sollte man das machen? Darf man das nicht machen? Also hier gehen die Meinungen innerhalb der bibeltreuen Christen sehr weit auseinander. Die einen sagen, grundsätzlich kann man das machen, solange nicht, dass die zentrale Botschaft von Ostern beeinträchtigt oder verdrängt wird. Und das geht dann weiter, das Spektrum ganz nach ja, biblisch-konservativ. Manche Leute oder manche christliche Glaubensgemeinschaften, die absolut jegliche Ostertradition ablehnen, also die sogar Ostereier, Osterhasen ablehnen, natürlich solche heidnische Traditionen wie Osterfeuer und so weiter, erst recht. Darüber mag man sich jetzt streiten. Ich habe meine Meinung, andere haben da ihre Meinung. Darauf werden wir bestimmt noch in unserem Diskurs hier zu sprechen kommen. Okay, aber zumindest kann man jetzt nicht erstmal schwarz oder weiß das als Sünde deklarieren oder nicht? Solange, wie gesagt, die zentrale Botschaft nicht verschwindet, ist es grundsätzlich erst einmal keine Sünde. Herbert, du sagtest gerade, dort, wo die Kelten waren, dort wurden diese Bräuche integriert. Das heißt, in Südamerika wird ganz anders Ostern gefeiert? Die sogar ehemaligen Kolonialstaaten Afrika und Asien haben aus dem englischen Christentum, aus dem deutschen Christentum, aus dem französischen Christentum unwahrscheinlich viele Dinge übernommen. Man muss bedenken, die Übernahme des Christentums durch die heutigen Franzosen, durch die heutigen Engländer, durch die heutigen Deutschen fand statt im Wesentlichen im 6., 7., 8. Jahrhundert, also zur Zeit Karls des Großen.
Russen, teilweise sogar im Rahmen einer Zwangschristianisierung. Das war das erste Mal, wo das Christentum mit Zwang ausgebreitet worden war. Und auch da war der damalige Machthaber, Kaiser Karl der Große, der ja über ein Gebiet herrschte, von Frankreich bis, also Mitteleuropa bis zu den Balkan runter, war insofern so weise und hat gesagt, um den heidnischen, vor allen Dingen den heidnischen Sachsen, dies und dies zu erleichtern, belasse ich es toleranterweise dabei, dass sie bestimmte heidnische Bräuche eben weiter feiern dürfen. Aber diese Bräuche sind dann auch in Osteuropa sehr leicht übernommen worden, weil es auch da diesen Kult gab mit Hase und Ostereier, sodass also auch die slawischen Völker, also Russen, Ukrainer, auch die Balten, die Esten, die Litauer, haben dann eben auch diese Tradition in etwas anderen Variationen beibehalten. Gibt es denn irgendwo ein Land, wo das Osterfest ganz anders oder vielleicht sogar auch ursprünglicher gefeiert wird? Vielleicht nicht ursprünglicher, aber wir können sagen, zum Beispiel in Äthiopien oder im Mittleren Osten, bei den dortigen Christen, den sogenannten Christen der Apostolischen Kirche des Ostens, bei den syrisch-orthodoxen Christen, bei den gesamten koptischen und äthiopisch-orthodoxen Christen, die natürlich keinen Osterhasen kannten, einfach deswegen, weil es da nicht den Hasen als solchen gibt und schon gar keine Ostereier, denken wir an die Temperaturen, wo ein Ei nicht sehr lange frisch bleibt. Die haben ganz andere Traditionen, die uns teilweise verwundern. Natürlich, manche Christen dort haben auch jetzt aus, sagen wir mal, lukrativen Gründen, da spielt das Stichwort Schokolade eine Rolle, haben das übernommen, aber das ist dann eben nicht autochthon. Okay. Ob jetzt die Traditionen, die sie haben, ursprünglicher sind, da sind auch heidnische Traditionen. Ja, okay, mag man sich darüber auch streiten. Okay, aber gib uns doch mal so einen kleinen Fun-Fact. Wie feiern die Ostern? Also was ist da so der größte Unterschied zu uns, ob das jetzt biblisch ist oder nicht? Der Hauptunterschied im Christentum des Nahen und Mittleren Ostens besteht vor allen Dingen darin, dass da viel mehr über die Kreuzigung und über die Auferstehung Jesu geredet wird, als zum Beispiel jetzt in den sogenannten klassischen christlichen Kulturen des sogenannten Abendlandes. Das muss man schon dann dazu sagen, dass sie dabei gerade in Nordafrika die äthiopischen Christen teilweise Dinge haben, die dann auch autochthon, also eigene Kulturen sind. Da mag man die Ohren schlackern, aber grundsätzlich kann man sagen, das nahöstliche und nordafrikanische Christentum legt tatsächlich die größere Betonung auf Kreuzigung und Auferstehung, als es jetzt im abendländischen, sagen wir mal so, im abendländischen orthodoxen Christentum üblich ist. Okay, aber das klingt ja schon etwas biblischer und von daher ist es auch ein schöner Einstieg für unser zweites Thema. Herbert, die meisten von uns feiern oder kennen Ostern so, natürlich das Sterben und die Auferstehung Jesu und dann noch die ganzen Traditionen daneben, doch reicht die wirkliche Bedeutung des Osterfestes ja viel, viel weiter. Bis ins Alte Testament und auch die ganze Ostergeschichte, wie wir sie in der Bibel lesen, ist ja nicht irgendwie, irgendwann passiert, sondern zu einem konkreten Zeitpunkt, zu einer konkreten Zeit, die eine konkrete Bedeutung hat. Ja. Herbert, hol mal richtig aus. Ja, ich hole jetzt richtig aus. Ja, ich hoffe, ich überrolle niemanden. Gerade in den östlichen Kulturen vermeidet man oder ist einfach nicht das Wort Ostern vorhanden. Man redet dann eben von Voskresenje, der Auferstehung Jesu. Das ist also schon erst einmal biblischer und auch sinngemäßer. Aber grundsätzlich muss man sagen, wir feiern, wenn wir jetzt vom Christentum ausgehen, streng genommen gar nicht Ostern, wir feiern eigentlich das biblische Passafest. Die meisten von uns wissen, dass es 5 biblische Feste gibt, die dann in unserem Kulturkreis christliche Namen bekommen haben. Ich sage jetzt mal die klassischen jüdischen Namen, das sogenannte Laubhüttenfest, das Frühlingsfest, das sogenannte Shavuotfest, das Passafest, den Tag der Posaunen, 5 Feste, die eigentlich vom Alten Testament her alle symbolisch etwas bedeuten. Nur 2 Feste haben jetzt ihre symbolische Bedeutung auch erfüllt bekommen. Das ist einmal, ja müssen wir sagen, das sogenannte Passafest, die ganze Geschichte mit dem Opferlamm und das ist das sogenannte Shavuotfest, das sogenannte Pfingstfest, das Fest der Erstlingsfrüchte. Wir wollen jetzt zu sprechen kommen auf das eigentliche Passafest. Der Gedanke, der vorgeschattet ist in Ostern, das Volk Gottes, in dem Falle das jüdische oder israelitische Volk, in Ägypten
Da musste jemand sterben, da wurde ein besonderes Lamm geschlachtet. Das wissen wir aus dem Alten Testament. Das Blut dieses Lammes wurde quasi als Schutzsymbol vor die Türen gestrichen. Der Engel des Gerichtes ging an diesen Türen vorüber. Das wissen wir. Wir kennen alle als bibeltreue Christen die Geschichte vom Auszug der Kinder Israels aus Ägypten. Das heißt also Ägypten symbolisch für die, ja quasi für die Menschen, die nicht an Gott geglaubt haben, die bekamen das Gericht Gottes zu spüren, das angekündigte Gericht, muss man dazu sagen, aber die Menschen, die unter dem Schutz Gottes standen, die standen quasi unter dem Opferblut des Lammes, und genau das ist ja auch das, was Jesus gesagt hatte. Wir wissen vielleicht, oder es ist den meisten vielleicht noch nie aufgefallen, Jesus hat ja das Passafest interessanterweise ohne Opferlamm gefeiert, weil er es zu einem etwas früheren Zeitpunkt gefeiert hat, aber darüber kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Aber grundsätzlich, wir feiern die praktische Erfüllung als Gedenktag, die praktische Erfüllung des jüdischen Passafestes. Das Passalamm ist geschlachtet worden. In dem Fall, das ist Jesus, hat sich dafür bereit erklärt. Und das ist der Gedenktag, was wir feiern mit Karfreitag. Karfreitag und Auferstehungstag gehören ja zusammen. Und dann eben unser Passalamm ist auferstanden als Symbol dafür, als Wissen dafür, dass er unschuldig ans Kreuz gegangen ist. Und es gilt symbolisch auch als unsere Auferstehung, wenn wir dermaleinst auferstehen werden, an dem Tag des Gerichtes, wir werden auferstehen, Dankeschön Eugen, als Gerechte, weil wir gewaschen sind, sogar durch das Blut Jesu, nicht nur einfach bedeckt, wie es die Juden waren zu Passa, wir sind reingewaschen, immer unter der Voraussetzung, dass wir das kennen, wir mussten Buße tun, wir mussten uns bekehren, das ist natürlich jetzt nicht unser Thema, versteht also recht. Bedeckung im Sinne von, es ist einmal bedeckt, muss wieder bedeckt werden? Ja, das Passafest bedeutet, es muss immer wieder bedeckt werden. Jetzt aber die endgültige Erfüllung des Passafestes. Ja. Jesus ist einmal gestorben. Wenn wir wirklich unsere Sünden bekannt haben, vor Gott bereut haben, wir werden wiedergeboren, wir sind errettet, wir sind erlöst. Und das ist eben auch der Grund, warum die ersten Christen, daran wirst du mich noch gleich fragen, Entschuldigung, dass ich jetzt vorgreife, für sie war Ostern das Fest schlechthin. Also Karfreitag, Ostern gehörten zusammen. Weihnachten, hatten wir schon mal gesagt, das kannten sie gar nicht, jedenfalls die ersten Christen nicht. Für sie war Ostern, also Karfreitag plus die Auferstehung, danach, das war für die ersten Christen das zentrale Fest, was gleich am Anfang gefeiert wurde und was also für einen gläubigen Christen der Kern seines Glaubens war. Und die ersten Christen haben auch schon über 3 Tage gefeiert? Die ersten Christen hatten definitiv über 3 Tage gefeiert, und gerade die ganz Frommen hatten dann auch 3 Tage lang sogar gefastet. Die ganz Frommen hatten gefastet, ja, muss man dazu sagen, 3 Tage lang, und dann natürlich, und das war dann eben auch der Sinn, was sich dann im späten antiken Christentum rausgemausert hatte, das sogenannte Osteressen, das sogenannte Fastenbrechen, wo man dann erst wieder richtig gegessen hat, wobei ja bei uns ist das dann ausgeartet, dass Spanferkel zu Ostern in reicheren Kreisen, in ärmeren Kreisen hat es das natürlich auch im Mittelalter nicht gegeben, ein Osterfest, das war mal ein Fest, wo man seit Wochen erstmal wieder ein bisschen Fleisch auf dem Tisch hatte. Und dann hatte man auch hier wieder eine Parallelität, einen Hasen oder einen Karnickel geschlachtet, einfach weil in Mitteleuropa, Nordeuropa war das oftmals die einzige Fleischquelle gewesen. Schweinefleisch, Rinderfleisch, das war etwas für die Grafen, für die Fürsten gewesen. Mhm. Der einfache Bauer, das war die Masse der Bevölkerung, bitte verstehen wir das recht, hatte als private Fleischquelle ein Hühnchen, das war bei uns zu Hause zum Beispiel üblich, oder eben ein Kaninchen oder einen Hasen. Ja, eben auch jetzt in Erinnerung, das gelief dann eben parallel, war eine schöne Parallelität, dass man eben das heilige Tier der keltischen Fruchtbarkeitsgöttin dann als Fleischlieferanten geschlachtet hatte. Herbert, das Passafest, was die Juden feiern, und das Osterfest, fallen die datumsmäßig aufeinander? Ursprünglich war es das gewesen, ja. Wir wollen das jetzt nicht eruieren, wie lange das parallel gelaufen ist. Die ersten Christen hatten tatsächlich auch den jüdischen Kalender. Und es hat dann etwa so schon im 3. Jahrhundert und erst recht im 4. Jahrhundert bitterböse Streitigkeiten gegeben unter den Christen im Osten, unter den Orthodoxen, und dann im Westen unter den sogenannten katholischen oder allgemeinen Christen. Was ist das richtige Datum? Ist es jetzt nach dem römischen Kalender und nach
nach welchem Kalender. Also das hat zu bösen Streitigkeiten geführt. Und man muss dazu sagen, die östlichen Christen feiern es bis heute nach einem anderen Kalender und die mittelöstlichen Christen, also die koptischen Christen, die syrisch-orthodoxen Christen, die apostolischen Christen des Ostens, die chaldäisch-orthodoxen, ich will euch damit nicht langweilen, das heißt, ich tue es ohnehin, sie haben einen eigenen Kalender und gerade im Mittleren Osten, wo die Christen sehr viele judenchristliche Traditionen beibehalten haben, wie zum Beispiel die Beschneidung und den Schabbat teilweise, da wird tatsächlich das klassische Osterfest parallel mit dem Passafest der Juden auch gefeiert. Ja, das ist richtig so. Wie feiern denn die messianischen Juden Ostern? Gibt es da irgendwie, ich sag mal, eine besondere Situation, ne? Also im Prinzip zwei hybride Welten, die da aufeinander kommen? Also sagen wir mal so, die echten messianischen Juden, besonders in Israel, feiern Ostern, die sagen natürlich auf gar keinen Fall Ostern, die sagen Passafest natürlich oder Passachfest, die feiern das haargenau auch zu dem jüdischen Datum, machen dann natürlich auch auf eine Art und Weise Abendmahl und auf gar keinen Fall feiern sie natürlich mit einem Osterhasen. Hasenfleisch essen sie ohnehin nicht, das ist ein unreines Tier für sie und offiziell, je nachdem wie fromm sie sind, auch ohne Ostereiern, aber trotzdem hat sich auch da eingebürgert, wie es auch im liberalen Judentum ist, Chanukka, man macht doch Geschenke, man macht besondere Gebäcke, also Gebackformen, das haben die messianischen Juden auch, die haben dann eben besondere Speisen dann eben, backen dann einen besonderen koscheren Kuchen und naja, auch die Schokolade, die sich seit Entdeckung Amerikas breit gemacht hat. Ich denke, Schokolade wissen wir alle, dass das eigentlich aus Lateinamerika kommt, der Kakao mit Vanilleschoten. Nun ja, ich gebe zu, dass ich auch damit behaftet bin. Also auch da ist, auch ein frommer Jude wird nicht sagen, ich esse keine Schokolade, mit vielleicht wenigen Ausnahmen. Okay, das heißt, die feiern da ihr Ostern mit ihren Traditionen und höchstwahrscheinlich dann zu einem anderen Termin als anderer Israel. Termin, aber gerade bei den messianischen Juden ist es extrem stark betont, Jesus, unser Messias, Christus sagen sie ja nicht, Jesus, unser Messias, die Erfüllung des Passafestes, die prophetische Erfüllung und dann, das finde ich auch sehr schön bei ihnen, die starke Betonung und er wird sehr bald wiederkommen, zumal jetzt gerade bei der Corona-Krise und bei dem, was sich in der Weltöffentlichkeit zusammenbraut, der Gedanke immer wieder in den Vordergrund gedrängt wird, ja, wir leben in der Endzeit und der Herr wird auch bald wiederkommen. Zumal in Israel das auch reale Bedeutung hat, Schlacht von Armageddon und äußere Bedrohung von Israel, was ja doch viel realer ist als hier bei uns im Westen. Stimmt, mit der Wiederkunft des Messias, da wirst du auch von einem gläubigen Juden verstanden. Ja. Was ich so schön finde, ist, die messianischen Juden wissen genau, es gab ein Passahlamm und damit bin ich errettet und darauf kann ich mich immer wieder berufen, was der fromme Jude ja nicht hat. Er muss irgendwie immer wieder auf sein Passahlamm warten oder wie funktioniert das? Bei den orthodoxen Juden ist es so, das ist eine rabbinische Auslegung, solange der Tempel nicht steht, brauchen keine Opfer gebracht werden, wird auch kein Passahlamm geschlachtet, weil Voraussetzung dafür ist eigentlich der Tempel. Das heißt also, im orthodoxen Judentum wird gelehrt, etwa seit um 200 nach Christus, seit Jehuda dem Fürsten, einige von euch kennen das, eine der ganz, ganz großen jüdischen Patriarchen, da wurde dann gelehrt, Gott nimmt das Vorlesen in der Synagoge, das Vorlesen der entsprechenden Texte, mit einem eventuellen Fasten, nimmt er so an, als ob diese Opfer jetzt tatsächlich gebracht worden wären, respektive so, als ob jetzt das Passahlamm in Realität tatsächlich geschlachtet wäre. Das heißt, solange es den Tempel nicht gibt, würde Gott nach ihrer Meinung das offizielle Lesen in der Synagoge akzeptieren, respektive den Sederabend, den Passahabend, das muss ja in der Familie dort gemacht werden. Solange da diese Texte ganz orthodox vorgelesen werden, gilt das stellvertretend als auch, wie wenn man wirklich das Passahlamm geschlachtet hätte. Der Sederabend, den hat doch Jesus auch gefeiert, oder? Den Sederabend hat Jesus auch gefeiert, wobei mit einem ganz kleinen, merkwürdigen Unterschied, den eigentlich der normale... Welche Geschichte ist das denn in der Bibel, Herbert? Das ist genau das, was wir bezeichnen als das sogenannte letzte Abendmahl. Das ist eigentlich der sogenannte Sederabend gewesen. Was da Jesus gefeiert hat, ist nichts anderes als das jüdische Passafest. Und die allermeisten realisieren gar nicht, dass Jesus und seine Jünger dieses gefeiert haben ohne das Passahlamm. Klar, theologisch sagt man, Jesus war das Passahlamm, aber interessanterweise, und das geht aus den biblischen Texten hervor,
Anscheinend hat Jesus nicht nur alleine, da hat es im Judentum andere jüdische Gruppen gegeben, die genauso den Zederabend gefeiert haben ohne Passalamm. Okay. Mhm. Denn wir lesen ja interessanterweise, am Abend des Kreuzigungstages begann ja eigentlich für die große Masse der Juden der offizielle Zederabend. Da hieß es ja dann auch, die Pharisäer wollten nicht, dass Jesus am Kreuze hing, über das Passa hinweg, weil da war dann der Zederabend und da sollten diese Leichname abgenommen werden. Und kaum jemand von uns Christen, die wir das so lesen, realisieren, dass Jesus eigentlich gar nicht zum offiziellen jüdischen Passafest seiner Zeit das Passafest gefeiert hat, sondern anscheinend an einem anderen Termin. Und interessanterweise, weder die Jünger haben eine kritische Frage gestellt, noch die Umgebung von Jesus auch. Erinnern wir uns, bitte, wird oft vorgelesen, Jesus fragte Matthäus Evangelium, seine Jünger, so, er schickt sie dann da, ihr geht jetzt da in die Stadt, ihr werdet da in dem und dem Viertel von Jerusalem einen Mann sehen mit einem Krug auf dem Kopf, auch schon ein bisschen komisch, normalerweise war das Wasser holen, die Arbeit der Frauen, nein, und sie sollten dem Mann mit dem Krug auf dem Kopf folgen und da sollten sie dann fragen, wo ist der Raum, wo unser Rabbi das Passamahl feiern kann? Moment mal, da hat das ja Jesus zu einem Zeitpunkt gefeiert, anscheinend nicht also kurz vor dem richtigen Zederabend und nirgendwo irgendwie trifft das auf Widerspruch, dass jetzt da gefragt wird, euer Meister, wann will er das Passa feiern? Wieso? Das ist doch erst, was weiß ich, später. Nein, das wird anscheinend ganz normal akzeptiert. Auch die Jünger akzeptieren das und auch die Eltern, also die Mutter von Jesu, die ja das parallel dazu gefeiert hat, feiert das und anscheinend ohne, dass da irgendwie da groß Fragen aufkommen. Während dagegen die Jünger den armen Herrn Jesu quasi ein Loch im Bauch gefragt haben, bitte entschuldigt diese respektlose Ausdrucksweise, ja. Ihr kennt alle diese deutsche Redewendung, jemanden ein Loch im Bauch fragen, die haben ja Jesus gefragt und Jesus hat dann klipp und klar gesagt, also in Bezug auf Gott, ich bin schon so lange unter euch und ihr habt mich immer noch nicht erkannt, haben Fragen gestellt. Kein Jünger fragt, Rabbi, warum feiern wir das Passamahl, während alle anderen Juden, anscheinend haben nicht alle anderen Juden das Passamahl. Okay, einen Herbert, jetzt hast du aber ordentlich Spannung aufgebaut. Habe ich das? Och, mir kommen jetzt, die Tränen. Jetzt schieß bitte das Tor. Ich soll jetzt das Tor schießen? Ja, natürlich. Eugen wird bei den Scheinwerfern etwas sagen, wenn ich jetzt hier das Tor schieße. Also gut, okay. Ich will die Spannung lösen. Einige von euch wissen es bereits. Zur Zeit Jesu, vor der Zeit Jesu, gab es im Judentum, sagen wir mal, Gruppen, die wir heute bezeichnen als Qumran-Leute oder die von Josephus bezeichnet werden als Essener. Sie hatten eine andere Auffassung über die Termine der heiligen jüdischen Feste. Sie waren der Auffassung, dass die jüdischen Feste im Tempel, wie jetzt im Neujahrsfest und Passafest, bla bla bla, nicht zum richtigen Zeitpunkt gefeiert werden würden. A, weil sie nach dem babylonischen Kalender gefeiert werden und nicht nach dem ursprünglich mosaischen Kalender, denn das Interessante ist, nach dem ursprünglich mosaischen Kalender sind alle Feiertage immer auf den gleichen Wochentag gefeiert, niemals auf einen Schabbat, während nach dem babylonischen Kalender, der ja im Judentum heute noch seine Gültigkeit hat, wandern die Feiertage. Mal fällt bei ihnen Passa und Rosh Hashanah und wie die Feste heißen auf Hebräisch, mal auf einen Montag. Ich nenne die christlichen Bezeichnungen mal auf einen Dienstag, mal auf einen Mittwoch. Die wandern, genau wie bei uns auch das Weihnachtsfest wandert und das Osterfest, gut, es wandert im datumsmäßig im mosaischen Kalender. Interessanterweise wäre ein eigener Vortrag wert, damit wollen wir euch nicht langweilen, liebe Leute. Im mosaischen Kalender sind diese Feste niemals gewandert, blieben immer haargenau auf einen Tag stehen und wir wissen tatsächlich, dass diese sogenannte Qumran-Gemeinschaft das Passafest immer gefeiert hat an einem Mittwoch vor dem offiziellen jüdischen, nach babylonischen Kalender gefeierten Passafest. Das darüber berichtet Josephus sehr ausführlich. Wir wissen das aus den Qumran-Rollen, das heißt, wir wissen das eigentlich erst seit unserer Generation, etwa seit 1955, wo die Qumran-Rollen gefeiert wurden. Die Generation
Bitte? Gefunden worden sind. Mhm. Also das heißt, die Generation davor, unsere Großeltern und so weiter, die konnten das gar nicht wissen, weil das Wissen war gar nicht vorhanden gewesen. Und die Leute sind darüber gestolpert und dann hat es gleich wieder Leute gegeben, die haben gesagt, hier, da gibt es Widersprüche und deswegen ist die Bibel nicht Gottes Wort und so weiter. Also über die Widersprüche kommen wir vielleicht noch zu sprechen, ist jetzt vielleicht nicht mein Thema, da ist hier, muss er mich erst drauf bringen. Aber ich möchte nur dazu sagen, Jesus hat das offizielle Passafest interessanterweise nach dem Kalender der Essener gefeiert, und zwar im Essenerviertel von Jerusalem. Mhm. Da nämlich, wo die Essener haben ehelos gelebt, und der Mann, der den Krug auf den Kopf trägt, ist der entscheidende Hinweis gewesen. Normalerweise gehen die Frauen zum Brunnen. Ja, die hatten keine Frauen. Logischerweise musste ein Mann, also einer der Dienerschaft der Essener, musste dann mit dem Krug auf dem Kopf zum Brunnen laufen. Jesus hat seine Jünger in das Essenerviertel nämlich geschickt, wo er nach essenischem Brauch, und zwar in dem Falle einen Tag vor dem Kreuzigungstag, einen Tag vor dem offiziellen Beginn des Passafestes, des jüdischen Passafestes, Seder oder Passa, den Sederabend feiern konnte. Das Passafest selber ist ja 7 Tage lang, es beginnt mit dem sogenannten Sederabend. Warum war Jesus das so wichtig, dort zu feiern, dann zu feiern? Wir können nur mutmaßen, Jesus musste ja zwangsläufig mit seinen Jüngern das Abendmahl ohne Lamm feiern. Die Lämmer wurden ja erst einen Tag, 24 Stunden später, geschlachtet im Tempel, wo Jesus bereits tot war. Und es ist ja nach der Prophezeiung, sollte es ja so sein, Jesus musste quasi an dem Termin, an dem offiziellen Sedertermin geschlachtet werden, quasi als Lamm. Und Gott hat anscheinend jahrhundertelang vor der Entwicklung der Essener vielleicht, auch deswegen, das ist meine Interpretation jetzt, die kann verkehrt sein, vielleicht auch deswegen zugelassen, damit Jesus das, ohne aufzufallen, dieses Mal für seine auserwählte Schar aus den Heiden kurz vorher feiern konnte. Mhm. Das bedeutet wiederum, und das ist jetzt etwas, ein sehr heißes Thema, wenn Jesus das den Zederabend gefeiert hat an einem Mittwoch, bedeutet es tatsächlich, dass Jesus nicht an einem Freitag, sondern an einem Donnerstag gekreuzigt. Und das ist ein ganz heißes Thema und nur ganz, ganz wenige Bücher und Bibellexika erwähnen das auch, immer mit dem Hinweis, hängen wir uns nicht an dem Tag auf, entscheidend wichtig ist für uns, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist. Aber gerade bei uns könnte das vielleicht eine Revolte hervorrufen, wenn einige jetzt sagen, oh Mensch, der Termin ist verkehrt oder so, bitte, das soll jetzt nicht der Grund sein. Ne? Bei Weihnachten wissen die allermeisten ja schon, dass Jesus nicht am 24. Ja, das wird mittlerweile auch akzeptiert. Die Sache, dass Jesus mit höchster Wahrscheinlichkeit an einem Donnerstag gekreuzigt worden ist, da müssten wir auf einen Widerspruch kommen. Es wird nämlich von modernen Theologen klar und deutlich gesagt, den Widerspruch in der Bibel. Jesus sagt zu seinen Jüngern klar und deutlich, so wie der Prophet Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines großen Fisches war. Walfisch ist ja die Übersetzung von Martin Luther gewesen. Wollen wir ihn nicht anklagen dafür. Die Deutschen wussten, was ein Walfisch ist. Ja. Die Bibel sagt großer Fisch. Er war 3 Tage, 3 Nächte in einem großen Bauch eines großen Fisches gewesen. Auch wieder ein eigenes Thema. Jawohl, das kann man überleben unter ganz, ganz engen Bedingungen. Ja. Herbert, kannst du es vielleicht uns in einer Minute zusammenfassen? Nein, in 30 Sekunden. Okay. Ist Jesus Christus an einem Freitagnachmittag gekreuzigt worden, kommen wir nicht mehr auf 3 Nächte bis zur Auferstehung. Und das ist einer der Gründe, weswegen dann rumkritisiert wird und auch jungen Gläubigen, die auch jetzt vielleicht dieses biblische Wissen nicht haben, da wird der Glauben wanken gemacht. Hey, Jesus, okay, man kann vielleicht noch immer sagen, wenn man den Anfang des Tages als ganzen Tag zählt, 3 Tage, aber nicht mehr 3 Nächte. Ist Jesus dagegen an einem Donnerstag gekreuzigt, kommen wir auf 3 Nächte. Ja. Verstehe. Herbert, okay, aber das wollen wir jetzt nicht mehr ausführen. Das sollte nur jetzt ein Hinweis sein. Die Bibel hat keine Widersprüche, aber man muss, sagen wir mal, ein durchaus fundiertes Bibelwissen haben und vielleicht auch bereit sein, bestimmte Traditionen aufzugeben, wenn man diese Widersprüche erklären wollte. Mhm. Aber wie gesagt, das wäre ein sehr umfangreiches Thema, will ich euch nicht langweilen. Oh Herbert, du wirst uns damit auf keinen Fall langweilen. Eigentlich ist es sehr ermutigend, das zu hören. Weil man vermutlich in irgendwelchen Zeitungen schon über diese vermeintlichen Widersprüche gefallen ist. Von daher ist das ein sehr schöner Anriss gewesen. Gerade für junge Leute, muss ich dazu sagen, und ich habe zu den jungen Leuten gehört. Ja. Und es hat keinen gegeben, ich habe nicht eine bibeltreuen Gemeinde angehört, es hat keinen gegeben, der mir geholfen hat.
Keinen. Und ja, es gibt auch leider unter uns, liebe Geschwister, und das darf nicht sein, wenn Jugendliche zu Ältesten gehen, die dann sagen, du musst dir darüber keine Gedanken machen. Keine Schande, wenn man es nicht weiß. Man kann sagen, ich muss mich klug fragen. Und wir haben genug Literatur, wir haben auch in unserer Bruderschaft eine Bibelschule, wo man anrufen kann oder fragen kann oder wo man sich tiefer reinknien kann. Ist ja keine Schande, wenn auch ein Ältester nicht alles weiß. Herbert, vielleicht schaut uns ja der eine oder andere Laienprediger zu und der kann das Thema mal mitnehmen, zumindest ermutigt sein, dass es diese vermeintlichen Widersprüche aufzulösen gibt. Oder er gibt mir den Holzhammer auf den Kopf. Okay, ja gut. Gibt es denn noch solch einen vermeintlichen Widerspruch aus der Ostergeschichte, den du noch mal kurz innerhalb so ein paar Sekunden erklären könntest? Ganz kurz, weil es stehen uns nur Sekunden zur Verfügung, damit man nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Ja. Wer die Ostergeschichte durchliest, bei Matthäus, ursprünglich hebräisch geschrieben, Zielgruppe, eine besondere Gruppe aus den Juden, die meistens Essener gewesen waren oder essenischen Hintergrund hatten. Und wer jetzt liest nach Markus, was ja eigentlich geschrieben ist für Römer, für Christen aus dem römisch-heidnischen Kulturkreis, wird feststellen, die Zeiten der Kreuzigung differieren auseinander mit den Urzeiten. Und da muss man dazu sagen, Markus benutzt ganz absichtlich den römischen Tageskalender, die römischen Uhrzeiten. Der Matthäus-Evangelium dagegen benutzt, wie es sich für einen anständigen Juden gehört, benutzt die hebräischen Uhrzeiten. Und die römische Uhrzeit ist genauso wie unsere Uhr im Grunde genommen, nur mit dem Unterschied, dass morgens, ich glaube um 6 Uhr war die erste Stunde dann, ja, und dann ging es eben rundherum um den Zeiger, während dagegen die hebräische Uhrzeit, das ist ganz kompliziert, das ging nach der Sonnenuhr, der helle Tag wurde eingeteilt in 12 gleich lange Perioden. Das bedeutete, im Winter waren die Stunden kürzer, als im Sommer. Nur in Israel, aufgrund der südlichen Breiten, spielt das nicht die große Rolle mit der Länge des Tages im Sommer und im Winter. Da war das kein so großer Unterschied wie jetzt für Leute, die im nordischen Kulturkreis wohnen, wo hier deutlich sichtbar ist. Es wird also ziemlich früh dunkel im Winter oder ziemlich spät dunkel im Sommer. Ja, in Israel sind diese Differenzen halt nicht so groß. Das will ich nur ganz oberflächlich sagen. Wer stolpert über die unterschiedlichen Tagesangaben, wann wurde Jesus verhört von Pilatus, wann wurde er dort und dorthin geführt, wann wurde er gekreuzigt. Verschiedene Kalender. Es wurden verschiedene Uhrzeiten, Uhrzeiten verwendet. Einmal die römische Tageseinteilung und der Matthäus als anständiger Jude, wie es sich für einen anständigen Juden gehört. Und die Zielgruppe waren ja jüdische Christen gewesen. Und die haben dann eben die jüdische Tageseinteilung benutzt. Das bitte nur mal zum Hintergrund, wer jetzt darüber stolpert. Verstehe. Das Christentum steht und fällt mit Ostern und der Auferstehung, Herbert. Ja. Und genau deshalb steht natürlich die Auferstehung naturgemäß auch in der schärfsten Kritik. Natürlich ist es und bleibt es eine Glaubensfrage und dennoch, es gibt Menschen, die sehr verkopft sind und natürlich hilft auch ein logisches, geschichtliches Argument, was rein wissenschaftlich der Auferstehung etwas Auftrieb gibt. Herbert, gibt es da irgendwelche Untersuchungen, vor Gericht würde man sagen, Hinweise und zum Beispiel das Turiner Grabtuch oder die Geschichtsschreiber Tacitus? Ja. Also Hinweise. Erst einmal, es gibt einige geschichtliche Hinweise, wie zum Beispiel Josephus, wie zum Beispiel Tacitus, aber sie berichten nur den Status quo zu ihrer Zeit. Das heißt, Tacitus etwa um 80, 90 nach Christus konnte bereits berichten, da gibt es so eine Gruppe von Sektierern oder wie man es halt immer nennen will, eine Variante des Judentums, die glauben da, dass da ihr Messias oder ihr Prophet oder ihr Halbgott auferstanden ist von den Toten. Auch Josephus berichtet etwas früher, diese sogenannten Christen glauben, dass dieser weise Mann, dieser Jesus auferstanden ist. Aber das ist in dieser Hinsicht nur ein Hinweis, der aber klar und deutlich sagt, stopp, da muss es wirklich etwas gegeben haben, was in der damaligen Zeit fassbar gewesen ist, sonst würden zu einem so frühen Zeitpunkt bestimmte Gruppen nicht glauben. Wir finden einen historischen Hinweis, der gerne in der Ostergeschichte komischerweise nicht gelesen wird. Ein Hinweis, den Paulus gibt im Korintherbrief, das ist quasi mit ein ganz wichtiges Zeugnis, wo Paulus argumentativ sagt, der auferstandene Herr Jesus ist über 500 Leuten erschienen und die meisten leben noch. Natürlich, heute leben sie nicht mehr. Ja, in welchem Jahr leben wir? Ja. Aber zur Zeit von, wo Paulus den Korintherbrief geschrieben hat,
Die meisten dieser Menschen lebten und wer wollte, konnte sie anscheinend fragen oder sich zumindest brieflich an sie wenden, habt ihr ihn wirklich gesehen? Okay, aber das sind jetzt Dinge, wo man rein theoretisch sagen könnte, nee, also das gut, aber wer jetzt objektiv urteilen will, muss sagen, stopp, da muss es was archäologisch Fassbares gegeben haben, zumindest etwas, das die Leute damals geglaubt haben. Und das ist dann auch die Hauptargumentation, die wir heute sehen. Die eine Argumentation ist passé angesichts der vielen historischen auch Beweise, dass es Jesus gegeben hat. Die alte, was ich noch in meiner Jugend gelernt habe, nein, Jesus hat es gar nicht gegeben. Jesus ist ein künstliches Konstrukt, eine Erfindung von irgendwelchen religiösen Leuten. Das ist mittlerweile ad acta gelegt. Nein, es wird heute ein bisschen höflicher gesagt. Jesus ist lebendig vom Kreuz genommen worden. Oder die andere Variante, die es im Islam gibt, nicht Jesus ist gekreuzigt worden, sondern jemand, der ihm ähnlich sah. Es gibt ja diese wunderschönen Verschwörungstheorien. Jesus ist lebendig vom Kreuz genommen worden. Schöne Bücher. Ne? Ja, viele schöne Bücher. Ach, ja, interessant zu lesen, liebe Geschwister. Man vertilgt also jede Menge Osterhasen, Ostereier dabei. Also wirklich spannend zu lesen. Leider, leider eine verlogene Botschaft, trotz allen historisch schön aufgemachten Hintergrundes. Nicht wahr? Es wird dann gesagt, wie ihr gesund gepflegt worden ist. Ein richtiger Kriminalroman, spannend, aber entspricht nicht so. Aber jetzt wird der normale kritische Wissenschaftler sagen, das sind für mich keine Argumente, all das kann eben erlogen sein oder das kann aufgrund von irgendwelchen Betrügereien gemacht worden sein. Und hier gibt es tatsächlich, biblisch gesehen, außer dem Glauben, kein wirklich entscheidendes Argument. Auch die Behauptung hier, Jesus persönlich ist mir begegnet und so weiter, das ist ein subjektiver Glaube, der kann nicht objektiv nachvollzogen werden. Es gibt einen, sagen wir einmal, ein Indiz, ein ganz wichtiges Argument und das ist eben, das hast du schon gesagt, das sogenannte Turiner Grabtuch. Und jetzt muss ich natürlich ein bisschen weit ausholen, weil die meisten von uns werden jetzt sagen, Reliquie, es gibt so viele gefälschte Reliquien. Herbert, hol weit aus, innerhalb von einer Minute. Nein, innerhalb einer Minute geht das nicht. Tatsächlich, die Masse der Reliquien ist gefälscht, kann man nachweisen. Beim Turiner Grabtuch muss man tatsächlich sagen, hierbei handelt es sich um eine Reliquie, die deswegen geheimnisvoll ist. Sie ist wissenschaftlich weitgehend untersucht worden und da gibt es also Dinge, die sind auch tatsächlich bewiesen. Das Turiner Grabtuch, eine Reliquie, scheinbar stammt sie aus dem 14. Jahrhundert, ist heute immer noch Eigentum eines... also das Grabtuch von Das Jesus. Grabtuch von Turin. Da ist von Turin, oder? Also es liegt in Turin, aber von wem ist es das Grabtuch? Es zeigt Vorder- und Rückseite eines nackten Mannes, der in, ja, ich muss mich jetzt mal aufstellen, geht das optisch? Er sieht dann so da, gekreuzte Hände über den Bereich des Beckens. Hinten sieht man quasi, vorne sieht man. Und dann wird natürlich sehr schön gesagt, ja, hier, das ist ja. Man sieht das Jesusbild, aber es ist ein Negativabdruck. So, und jetzt wird gesagt, das ist eine Fälschung. Eine Fälschung, es ist ein Negativabdruck. Der das hätte gemalt oder gefälscht, hätte im Negativ malen müssen. Und das war eigentlich erst im vergangenen Jahrhundert möglich, dass man im Negativ hätte malen müssen. Das andere, der Fälscher hat Jesus dargestellt in einer Art und Weise, die im Mittelalter eine Gotteslästerung gewesen wäre. Ein nackter Körper. Und dann das Allerschlimmste, nicht das traditionelle Jesusbild, was wir kennen, genagelt durch die Handgelenke, genagelt durch die Handflächen, sondern genagelt durch die Handgelenke. Also ein solcher Fälscher hätte schon alleine Kopf und Kragen als Ketzer riskiert. Das ist schon mal oberflächlich zu sagen. Die wissenschaftlichen Untersuchungen vom Turiner Grabtuch haben ergeben, die Art, wie das Turiner Grabtuch gewebt ist, entspricht dem, was man weiß aus der Zeit der Antike, und zwar aus der Zeit des Nahen Ostens. Da hat man jede Menge Tücher und Textilien gefunden. Die Baumwollart, aus der das Turiner Grabtuch ist, stammt tatsächlich nur aus dem Nahen und Mittleren Osten. Die Pollenanalyse hat ergeben, ausschließlich Pflanzen, die aus dem Bereich Palästina und Syrien stammen und der Sinai-Halbinsel stammen. Zwei
bis drei kleine Calciumspatkristalle, die elektronenmikroskopisch untersucht, tatsächlich von Jerusalem stammen könnten. Natürlich muss man jetzt im Konjunktiv sprechen, denn sie kommen auch außerhalb von Jerusalem vor, 10 Kilometer weiter auch noch. Die Dinger sagen nicht, hallo, ich komme aus Jerusalem, aber immerhin eindeutig klar, das Turiner Grabtuch stammt aus dem Bereich des Nahen Ostens. Es zeigt tatsächlich einen Menschen, der gekreuzigt ist, gegeißelt worden ist. Die Dinge, die man auf dem Turiner Grabtuch sieht, sind keine Abdrücke, obwohl das immer wieder gesagt wird, die Abdrücke auf dem Tuch. Alle Abdrücke auf dem Tuch, bitte, jetzt müsst ihr mal verstehen, Geschwister, wenn wir einen Abdruck machen von unserem Gesicht, schweißgebadet oder mit Farbe bemalt. Unser Gesicht ist dreidimensional. Wenn wir jetzt ein Tuch hier drüber breiten und dann legen wir das Tuchplan auf eine Ebene, die Konturen unseres dreidimensionalen Gesichtes erscheinen verzerrt. Die gesamten Abdrücke auf dem Tuch erscheinen nicht verzerrt, haargenau elektronenmikroskopisch nachgewiesen. Es ist also elektronenmikroskopisch untersucht worden, nicht nur einmal das Turiner Grabtuch. Die Partien, die nahe am Tuch gewesen sind, als der Tote da eingewickelt war, sind eben stärker gefärbt, wir wollen erstmal sagen gefärbt. Die Partien, die, wo das Tuch nicht direkt auflag, sondern weiter, wie jetzt hier die Partie hier der Wange oder jetzt hier unterhalb der Achselhöhlen, klar und deutlich weniger gefärbt. Auf dem Tuch sind Blutspuren zu sehen, immer da, wo die Wunden waren. Es sind keine, also es sind Schweißspuren, aber es, die Abdrücke des Tuches, und das ist jetzt problematisch, das Tuch ist eine Fotografie. Man hat nachgewiesen mit einer dreidimensionalen Computeranalyse, es ist genau der Negativabdruck, man hat eigentlich erst zur Zeit der Fotografie gemerkt, dass es ein Negativabdruck ist, als man nämlich das Turiner Grabtuch im Original im vorvorigen Jahrhundert fotografierte. Dann hat man erstmal den Negativabdruck gehabt. Und dann hat man erst festgestellt, Moment mal, diese schwachen Abdrücke, die man sieht, ist eigentlich die Negativabdruck. Nur Negativabdruck, und als man das Negativkopie auf einer richtigen Fotoplatte hatte, hat man erst die richtigen Abdrücke gesehen. Und heute konnte man feststellen, das ist etwa seit 1980 weiß man das, weil es da Computeraufnahmen gab, dreidimensionale Computeraufnahmen, es ist haargenau eine Fotografie. Man kann das Gesicht Jesu, was man bei Abdrücken und schon gar nicht bei Malerei nicht darstellen kann, es ist eine dreidimensionale Aufnahme. Und dann hat man gesagt, Moment mal, wie kann das sein? Das schließt erstmal aus die Technik des Malens, die Technik einer Fälschung. Wie geht das vonstatten? Dann hat man begonnen, die katholische Kirche hat für diese Zwecke das Grabtuch freigegeben, elektronenmikroskopisch zu untersuchen, wodurch kommen die Abdrücke zustande. Sie kommen, obwohl Schweiß auf dem Tuch ist, alle Abdrücke sind, ja, es wurde dann gesagt, wir wissen nicht, wodurch die Abdrücke kommen, es sind, sie sind am ähnlichsten, wie wenn ganz, ganz kurze Zeit extrem heiße Strahlung von dem Tuch ausgegangen ist. Man hat dann entsprechende Gegenversuche gemacht, man hat dann Leintücher genommen, hat die auf heiße Statuen gelegt, man hat die Statuen kurz erhitzt, da hat man alles, konnte alles technisch machen, dann festgestellt, das kommt tatsächlich den Abdrücken sehr, sehr ähnlich. Man hat elektronenmikroskopisch untersucht, die Fasern, die Baumwollfasern sind nur an der Oberfläche, also auch durch Hitze, durch Hitzestrahlung, versenkt oder halt bräunlich, gelb-bräunlich gefärbt. Je näher die Nasenpartie, die Handflächen dran sind, umso stärker. Aber interessanterweise, je tiefer man mit dem Elektronenmikroskop geht, umso weniger Strahlung hat es abbekommen. Dann hat man also Versuche gemacht, dann hat man festgestellt, am ähnlichsten ist die Strahlung der Strahlung, die geschieht, wenn wie bei der Röntgenstrahlung, wo man eine Röntgenaufnahme macht, nur natürlich jetzt nicht auf eine Silberplatte, wo dann die Rippen und was weiß ich nicht sichtbar sind, sondern wo wirklich äußerlich kurz die Konturen des Menschen sichtbar gemacht werden. Das würde bedeuten, von dem Leichnam, der da im Tuch hing oder gelegt war oder eingerollt, eingewickelt war, muss
Und das, hier sagt die Wissenschaft, hier können wir nicht weiter. Denn es ist nicht möglich, dass von einem Körper aus Materie für eine ganz, ganz kurze Zeit, höchstwahrscheinlich Bruchteil einer Sekunde, eine ganz, ganz große energiereiche Strahlung, höchstwahrscheinlich im radioaktiven Bereich, ausgegangen ist. Aber Fakt ist tatsächlich, das ist das Einzige, wie man erklären könnte, wie diese, ich sage jetzt wieder falsch, Abdrücke, wie das, was auf dem Tuch sichtbar ist, wie das zustande gekommen sein mag. Also das Turiner Grabtuch, da gibt es so viele Indizien dafür, die den Ort beschreiben, die Zeit beschreiben, die Art von Körper beschreiben. Und natürlich irgendwo hört Wissenschaft auf und dort, wo Wissenschaft aufhört, fängt Glaube an. Ja, ja. Und es gibt durchaus die Theorie im Glauben, dass genau in der Sekunde, und ich sag mal, das ist ja das fehlende Puzzleteil, genau in der Sekunde, wo Jesus auferstanden ist, ein Prozess stattgefunden hat, den wir wissenschaftlich nicht erklären können, der so hier irgendwie zu radioaktiver oder zur radioaktiver Strahlung geführt hat, die das begründen könnten. Könnte. Konjunktiv. Könnte, sage ich mal, dreimal konjunktiv gesprochen, weil wir wollen es nicht dogmatisch aufstellen. Es ist, wie gesagt, ein extrem starkes Indiz, wo jetzt jemand, der jetzt vielleicht von unseren Zuschauern sagt, ich kann nicht an sowas glauben, der das aber vielleicht zur Kenntnis nehmen sollte. Und da gibt es über das Turiner Grabtuch durchaus gute Literatur, wo man natürlich seinen nicht vorhandenen Bart streicht und sagt, da staunt der Laie und wundert der Fachmann oder umgekehrt. Okay. Aber da muss man es stehen lassen erstmal. Aber so können wir es sehr schön stehen lassen. Also für unsere lieben Zuschauer, die etwas verkopfter sind, ist das auf jeden Fall eine schöne Literaturempfehlung. Herbert, gehen wir nochmal zu den Ostertraditionen. Über die ersten Christen hatten wir ja schon gesprochen, wie die Ostern feiern. Wie wurde denn im Mittelalter Ostern gefeiert oder vor 200 Jahren? Im Mittelalter wurde Ostern auch vor allen Dingen so gefeiert, hauptsächlich Auferstehung. Ja, es gab die Tradition, Eier zu schenken, aber bitte jetzt zu verstehen, in armen Familien und die Masse der Bevölkerung war arm, in den Städten war man ein bisschen wohlhabender, ein Ei zu Ostern respektive zwei, drei gefärbte Eier in einem Bauernhaus, Schokolade, wie gesagt, gab es damals nicht und es gab ein Osteressen, aber im Zentrum stand, das muss man sagen, bis vor ganz, ganz kurzer Zeit wirklich die Auferstehung Jesu und ich würde sagen, auch heute ist das noch nicht so wie beim Weihnachtsfest, wo das Zentrum vollkommen verschwunden ist, bei den meisten Menschen irgendwie weiß man, Ostern hat doch etwas mit der Auferstehung Jesu zu tun. Zumindest kann man oberflächlich sagen, Ostern ist nicht so, durch ein Fest überlagert worden, durch ein weltliches Fest, wie das bei Weihnachten der Fall ist. Vor 200 Jahren wurde das im Rahmen des zunehmenden Wohlstandes immer mehr mit den Eiern. Die Sache mit der Schokolade, das ist eigentlich eher mehr eine Erfindung der Neuzeit, wo man eben Schokolade herstellen konnte. Schokolade war ja zuerst mal eine Sache, die nur in Apotheken verkauft wurde. Das waren noch Zeiten, wo noch die Konjunktur. Genau wie Benzin, ja. Ja, genau so. Schokolade galt als Heilmittel und als Genussmittel ist es eigentlich erst gekommen, zu Kaisers Zeiten, wo das also im Umfang reicht dann eben. Mhm. Ja. Und gerade auch in bestimmten Bereichen der bäuerlichen Gesellschaft wurde auch zu Ostern dann eben ein Lamm gemacht aus zum Beispiel Butter und Sahne und Fett. Das Lamm wurde dann geschlachtet, natürlich unter arme Leute verteilt. Jeder bekam ein bisschen Butter, die dann natürlich verwendet wurde zu Ernährungszwecken. Auch eine durchaus schöne Tradition, wo dann auch der Armen in der Gemeinde gedacht wurde, kann man vielleicht auch zum Nachahmen empfehlen. Ja, also das hinkt ein bisschen ab. Die Alpenregionen hatten etwas andere Traditionen als die böhmischen Regionen. Aber allgemein ein Lamm aus Teig oder aus Fett oder aus Butter, respektive Eier gefärbt, in Osteuropa extrem stark oder bestimmte Kuchen, die dann geflochten wurden, zu sogenannten Zöpfen, Osterzopf und so weiter, wo dann auch reichere Familien, das war in Adelsfamilien üblich, an die Dienerschaft dann immer der Zopf verteilt wurde. Der Zopf war dann riesenlang, dass auch die Kinder der Dienerschaft ein bisschen Freude hatten. Das hat es gegeben und ich sage mir hier, obwohl ich kein Freund von Feiern bin, die mich kennen, wissen ja, dass ich ein miesepetriger Mensch bin, nicht wahr? Aber wenn man dann dabei doch ein bisschen der armen Menschen gedenkt, dann hat es auch so irgendwo seine Berechtigung, zumal wenn im Rahmen einer Predigt immer wieder gesagt wurde, und das finde ich das Schöne, in unseren Gemeinden, obwohl es sich ein bisschen exaltiert anhört, Christus was kress, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, das hört sich manchmal so für junge Leute, die so kaum noch Russisch können, oh Mensch, was haben wir für Tradition? Trotzdem
manche Traditionen, auch wenn sie Traditionen sind und vielleicht ein bisschen exaltiert oder übertrieben sind, manchmal schadet es nicht, wenn man, ja, es ist aber wie gesagt meine Meinung, ich bin ein konservativer Mensch, hier mag man sich wieder ein bisschen streiten. Vielleicht reicht auch nur einmal zu sagen, Christus was Chris, ne, jawohl, aber wie gesagt, hier mag man sich streiten. Wo ist denn was Chris? Er ist wahrhaftig auferstanden. Okay. Jetzt gibt es da auch, also du sagtest, es ist so Osterzöpfe und, ja, und Ostereier wurden dann an die ärmeren Leute verschenkt. Ja. Könnte man das heute auch wieder irgendwie machen, dass auch vielleicht die älteren Geschwister, die nicht mehr backen können, oder ich meine, da gibt es irgendjemanden, den hat das Schicksal ereilt, dass man so einander gedenkt. Wäre mal gar nicht so unverkehrt, also so verkehrt, dass man, wobei ich gleich sagen muss, die Masse der älteren Geschwister mit Schokolade haben die das komischerweise nicht. Aber egal, man könnte was anderes in der Hinsicht machen. Mhm. Also Osterküchlein, Osterkuchen backen hat es auch gegeben. In manchen Gegenden wird auch mehr eine Art Kuchen gebacken. Durchaus auch in Ordnung, gerade für ältere oder ärmere Leute wäre das anempfehlenswert. Ja. Jetzt gucken sicherlich viele jüngere Eltern zu, die sich darüber freuen, wie ihre Kinder jubelnd, quietschend durch den Garten oder die Wohnung laufen, um das Osternest zu suchen. Dürfen die das weitermachen, Herbert, von dir? Also ich würde sagen, man sollte es da nicht übertreiben. Jetzt sage ich wieder meine Meinung und wie es meine Mutter gemacht hat. Und die hat das wirklich vernünftig gemacht. Es war damals ja eine andere Zeit, wo die Leute auch noch ärmer waren. Es war ja 10, 5, 12 Jahre nach dem Krieg. Meine Mutter ist mit meinem Vater, Ostern ist ja schon, wo man im Park spazieren gehen kann, so Kinderwagen. Meine Mutter hat gesagt, ich muss mal auf Toilette. Hat sie natürlich heim, das habe ich gar nicht mitbekommen, hat dann da und da und da überall ein Ei versteckt. Natürlich jetzt nicht ein echtes Ei, sondern im Park natürlich, ne? Hinter bestimmten Gebüschen. So, dann ist sie wiedergekommen, ich kleines dummes Kindchen, 1, 2, 3 Jahre alt, habe mich da animieren lassen, such doch mal. Ich habe mich dann dumm und albern gefunden und bitte, hier muss man auch das Kind lernen, bescheiden. Ein Ei und nicht ein ganzes Osternest. Es ging um, dass auch die Freude da war. Und dann war manchmal auch so, da kann ich mich noch erinnern, dass aus Versehen auch andere Kinder, das war also nicht nur bei mir so, andere Eltern haben das genau das gleiche gemacht. Und dann war es auch tatsächlich so, dass ein Ei von meiner, ein Ei von meiner Mutter, haben das auch mal andere Kinder gefunden. Meine Eltern haben ganz verlegen gelächelt. Aber die haben dann tolerant und es ist auch richtig so. Andere Kinder haben das per Zufall gefunden. Die haben sich erstmal total gefreut. Das ist mir erst dann später aufgegangen, wo ich erwachsen war. Mama, den Osterhasen gibt es. Ich habe ein Ei gefunden. Ja. Meine Mutter, ich habe natürlich nichts gefunden. Es ist mir gar nicht aufgegangen, dass meine Mutter das versteckt hat. Sagen wir mal so, solche Scherzchen, wenn sie in Maßen bleiben, sind in Ordnung. Und hier würde ich bitte sagen, nicht ein solches winzig kleines Nest, sondern wirklich dem Kind, dass es, sagen wir mal, 3, 4 oder 6 Eier und sich darüber freut, dass man es auch benutzt, die Kinder zur Bescheidenheit zu erziehen. Mhm. Ja, und nicht, dass das Kind dann wirklich überlastet ist mit x Eiern. Und ich würde gerade in unseren Kreisen, haben wir ja mehrere Kinder, oftmals auch gut so, dass auch die Kinder untereinander ein bisschen angespornt werden und dass dann vielleicht auch, wenn ein Kind mehr Eier gefunden hat, die Mutter dann ganz leise natürlich irgendwie sagt, oder der Vater, hör mal, ist das recht, da hier dein ganz kleines Brüderchen hat nur 2 Eier oder hat gar kein Ei gefunden und weint jetzt. Mhm. Bitte, das ist so eine Anmerkung, die weniger was mit Ostern zu tun hat, sondern etwas mit Erziehungstricks, wo dann die Mutter dem, sagen wir, 7-jährigen Kind sagt, hör mal. Haben wir verstanden, Herbert, genau. Habt ihr alle verstanden, okay, ja? Also alles soweit okay. Vielleicht 1, 2 Nummern kleiner und dann wäre nicht schlecht. Herbert, ich habe hier ja auch mal ein ganz anderes Osternest mitgebracht. Auch sowas kann man mit seinen Kindern machen. Ne? Also ein bisschen was pflanzen zusammen. Schieben wir mal das mal. Ich weiß nicht, ob die das alle sehen können, dass hinter diesem hässlichen Stein eine Kokosnuss, Entschuldigung, das Grab ist. Das Grab, das Grab und hier ist der Stein. Dass man das, ich weiß nicht, ob das jetzt sichtbar ist. Genau, zumindest kann man so auch mit den Kindern was zusammen machen zu Ostern. Auch daran natürlich auch die biblische Ostergeschichte ein bisschen erklären. Und es für die Kinder ein bisschen anschaulicher machen. Als kleiner Hinweis, genau. Herbert, welche Traditionen zu Ostern gehen gar nicht? Also alles, was mit Alkohol zu tun hat, ja. Ich glaube nicht, dass das besonders weit verbreitet ist, aber vielleicht bin ich etwas blauäugig, obwohl ich sonst braunäugig bin. Ne? Also da sollte man sich davor hüten, auch jetzt alles im Übermaß, was diese Feierlichkeiten im Übermaß betont. Zentrum sollte wirklich sein und das bitte verbinden. Karfreitag und
Ostern. Und ich persönlich meine, es ist nicht verkehrt, wenn man trotzdem sagt, und also wenn es jetzt ältere sind, ältere Kinder schon, wollen wir nicht mal versuchen, auch ein bisschen zu fasten. Und danach schmeckt der Osterkuchen vielleicht doppelt so gut, weil wenn man jetzt, sagen wir mal, einen Tag nichts gegessen hat, ist der Appetit auf etwas anderem, man ist einfach bescheidener. Und wenn man jeden Tag Kuchen bekommt, und ich rate euch, liebe Eltern, macht das nicht. Meine Mutter hat jeden Tag für mich ein Stück Kuchen gehabt als Frühstück und es war gar nicht gut. Es hing mir bis zur Nase raus. Na Also klar, man wird übersättigt. Also lieber hier benutzen, schöne Osterkuchen und vielleicht einen Tag fasten. Aber es geht natürlich nur, wenn die Kinder schon bereits älter sind jetzt. Oder wenn man jetzt jung verheiratet ist und dann sagt man, gut, wollen wir mal wirklich von Karfreitag an bis Ostern früh wirklich nur Leitungswasser oder schwarzen Tee zu uns nehmen. Ja, wenn die Frau nicht gerade schwanger ist, dann müssen natürlich was essen, damit das Baby nicht zu Schaden Na klar, kommt. na klar. Aber ihr versteht, was ich Ja. dazu sage. Kürzer treten wirklich und auch mal, ähnlich wie auch im Judentum, Fasten dabei haben, das schadet uns wohlstandsverwöhnten Menschen nicht. Ich bin persönlich, sage ich gleich dazu, nicht gegen die Schokolade, nicht Aha. gegen. Ja. Ja, und wer die Schokolade trotzdem nicht mag, sollte sie bitte in unsere Apotheke entsorgen, damit das nicht auf den Müll geworfen wird. Wir haben dann schon eine gewisse Rohstoffverwertung. Ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Ja, Okay, aber Herbert, ja. ihr wisst, was ich sagen will. Genau. Herbert, du als Ultrakonservativer, so wie du dich gerade selber genannt hast, wie sieht denn bei dir eine richtig schöne Osterpredigt aus? Was muss da alles rein? Also zu einer Osterpredigt jetzt im biblischen Sinne gehört unbedingt der evangelistische Aspekt genauso wie bei Weihnachten. Jawohl, man kann sagen, Christus ist gestorben und man kann das Klassische machen zu Ostern, aber es muss unbedingt die Botschaft kommen. Er ist gestorben und auferstanden für dich. Und dann noch klar und deutlich sagen, Achtung, die Botschaft gilt nicht, das heißt, die Botschaft gilt für alle, aber Achtung. Er ist nicht wie beim Abendmahl für alle gestorben, sondern nur für die, die ihn angenommen haben. Klar und deutlich hier die evangelistische Variante reinbringen, und zwar auch mit der Begründung. Ostern und Weihnachten sind die einzigen Zeitpunkte, wo vielleicht jetzt Menschen, die gottesfern oder kirchenfern sind, zur Gemeinde kommen. Und da muss man auch eine Botschaft bringen, wo Jesus gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Gut, das müssen wir im Alltag sein. Ihr seid das Salz der Erde, aber okay, da muss auch mal unsere Predigt zu Ostern gesalzen sein. Das heißt, der Mensch, der jetzt gottesfern ist, der muss, und wenn er geschockt aus dem Gottesdienst rausgeht und sagt, ich bin betroffen davon, Mensch, die haben mir aber hart in die Seele reingeguckt und gepredigt, das war aber eine harte Predigt, dass sie so von Sünde gepredigt haben, wir sollten das zum Anlass nehmen, genau wie Weihnachten. Also der evangelistische Aspekt, je nachdem, wie man jetzt predigen will, aber der evangelistische Aspekt sollte ruhig auch scharf verkündet werden. Jawohl, Christus ist gestorben, er ist auferstanden, aber Achtung, liebe Leute, nicht für alle gilt diese Botschaft. Da wird jetzt schon der Normale, der jetzt mal so nur mal reinschaut in die Kirche, hellhörig, nicht für alle, wieso nicht? Er wird dann ein bisschen neugierig und dann kann man eine kleine evangelistische Botschaft, hast du Jesus angenommen, hast du deine Sünden erkannt, bereut, das klassische evangelistische, dass da der Pfeil sitzt. Okay, und wenn eine Gemeinde das so macht wie bei uns bei Weihnachten, an jetzt Fremde ein kleines Geschenk macht, dann meinetwegen ruhig ein Ostereichen schenken mit einer kleinen evangelistischen Karte dran. Schöne Idee. Okay, das wäre eine Idee, das muss aber die Gemeinde jetzt selber wissen und da gibt es kein Gesetz. Aber es müsste zumindest schön scharf evangelistisch sein. Herbert, letzte Frage. Was ist dir an Ostern besonders wichtig? Was macht dir an der Osterbotschaft besonders Mut? Also die Osterbotschaft sollte zumindest in unserer heutigen Zeit auch vergesellschaftet sein mit der Botschaft, ähnlich wie bei Weihnachten, er, der Herr Jesus, kommt wieder. Gerade in unserer heutigen Zeit, Jesus auferstanden. Okay, und jetzt für die alten Leute. Die jungen Leute werden sagen, oh, Alter, was ist denn das? Aber ab einem bestimmten Alter, ich merke davon allerdings nichts, aber doch für ältere Geschwister jetzt, sie wissen oder merken, der Tod naht heran. Der eine oder andere hat vielleicht schon einen Herzinfarkt gehabt, hat schon bestimmte Altersbeschwerden. Die Botschaft, hört zu. Dein irdischer Leib, dein irdischer Körper, das ist ja für jeden Menschen eine Art Identität. Denn man hat ja diesen Körper seit der Geburt, man wächst mit dem Körper, man weiß, wie man aussieht. Identität und Körper ist irgendwie doch verbunden und irgendwann kommt das Bewusstsein,
mein Körper, den ich schön mit Sandelöl, Holzcreme einreibe, der wird eines Tages im Grab vergammeln, verfaulen. Die Botschaft auch hört zu, du wirst von Gott einen neuen Körper bekommen. Und der wird unverweslich sein. Und dein Körper, der wird viel schöner sein und du wirst viel hübscher sein, wenn du natürlich in die Auferstehung der Gerechten kommst. Sieh nur zu, dass deine Schönheit eben geprägt ist. Also das könnte man jetzt auch in so eine evangelistische Predigt hinein tun, aber das ist auch wiederum Geschmackssache ein bisschen. Das finde ich auch sehr, sehr tröstlich, bei der Auferstehungsbotschaft uns klar zu machen. Unser alter Leib, hier, du wirst da sagen, mit den Schultern zucken, aber jetzt die älteren Geschwister, ja, warte, auf dich kommt auch noch die Zeit hinzu, wo du sagen wirst, ja, wo man Falten bekommt, wo man Herzbeschwerden bekommt. Ich meine, ich habe alles sowas noch nicht, außer halt im Falten, ich bin alter Mann natürlich geworden, aber wo die junge Generation sagen wird, mit mir ist nichts mehr los, ich werde vielleicht doch bald sterben müssen. Und dann die Botschaft, Auferstehung, dein Leib oder deine irdische Hütte oder wie das mal der Buddha Gras ausgedrückt hat, unverweslich. Und du wirst einen wunderschönen Leib bekommen. Also sowas könnte man auch mal ruhig im Rahmen der Seelsorgerpredigt auch anbringen. Okay, ja, wäre auch was Tröstliches. Vielen Dank. Damit sind wir jetzt auch schon wieder zum Ende gekommen. Was heißt schon? Ich glaube, diesmal war es doch relativ ausführlich. Was habt ihr mitgekriegt? Ne? Also auf jeden Fall haben wir über den heidnischen Hintergrund von Ostern gesprochen. Wir haben also so gewisse Traditionen erklärt, woher sie kommen, wie sie über die Jahrhunderte sich entwickelt haben, wie Ostern gefeiert wurde. Aber natürlich nicht vergessen, wo Ostern wirklich, wirklich herkommt, durch das biblische Passafest, welche Bedeutung dorthin reingelegt wurde. Wir sehen die Bedeutung an dem, was Herr auch Herbert erzählt hat über die Theorie der Donnerstagskreuzigung, aber auch über die Theorie des Turiner Grabtuches. Also viel Bedeutung, nicht irgendwo im Zufall gewesen, das, was an Ostern passiert ist. Und wenn wir das schlussendlich mitnehmen, und dieser Osterbotschaft auch wirklich glauben und sie hoffnungsvoll annehmen können, dass Jesus für uns gestorben ist und nicht nur für uns gestorben, sondern auch für uns auferstanden, damit wir auch auferstehen, dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Herbert und ich haben noch 5 Minuten, aber ihr könnt euch schon mal ausklinken. Wir müssen noch, Herbert, ich glaube, wir müssen noch mal reden, oder? Ich glaube, unsere Zähne werden etwas anderes zu tun haben, als Worte zu formulieren. Ja. Aber es wäre gut, wenn du ausschalten würdest, die Kamera, dass niemand sieht, wie ich dir alles den Osterhasen wegnehme. Mach's gut. Tschüss. Tschüss dann.